Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem kleinen Reaktionsvideo. Ich habe gerade schon ein paar Videos hier geöffnet. Kurz vorab, was ich schon mal sagen kann, ist, hier habe ich einfach ein Gameplay hochgeladen. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil das einfach nur mit Musik hinterlegt ist und dann so, ja, bald kommen Videos. Aber ihr seht, 12.07. im Endeffekt kam es am 24.09. Videos, weil es einfach bei mir nicht so einfach war, weil meine Eltern nichts von YouTube wussten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch einen Laptop, dann versucht mal einen PC zu bekommen und ein Mikro, ohne von YouTube zu erzählen. Also ist echt belastend. Ich musste mir viel einfallen lassen. Wie ihr auch sehen könnt, das Video kann man nicht zählen. 1, 2, 3, 4. Video war einfach mein 1000 Abonnenten-Special. Das ist einfach mega krass und oh Gott. Nee, ich habe ja, wie gesagt, gerade ein bisschen reingeschnuppert. Ich habe hier so die Namen gesehen und dachte so, oh. Kriegen wir so richtige Flashbacks und das ist so richtig traurig. Auf jeden Fall würde ich sagen, schauen wir mal in das erste Video hinein. So, was ich am besten gleich noch vorab sagen kann, hier mit den Dislikes. Ich hatte halt früher in den ersten zwei Videos immer ein Dislike-Bot. Aber ich glaube, da sage ich sogar irgendwas immer Mädchenbonus und das halt baut halt darauf auf. Also ich kann euch das gleich nochmal sagen. Ich habe gerade auch schon gesehen, hier hat Mary kommentiert, ja, Sarah macht Videos. Emo war auch Firegoden. Moment, den habe ich hier gerade noch gesehen. Megatron, Alter. Hier, Leute, da ist der gute Firegoden. Voll angenehm, Videos von dir zu sehen. Verstehe die Disliker nicht. Da meine ich halt schon so Dislike-Bot halt. Wenn ihr wüsstet, wie fertig mich das da gemacht hat. Ich sage da gleich mehr zu. Wir schauen jetzt erstmal in das Video rein. Wenn ihr übrigens öfters mal so Reaktionsvideos sehen wollt, dann zeigt es mir mal mit einer positiven Bewertung. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir schauen jetzt erstmal in das Video rein. Weil ich hatte da schon ein richtig krasses Intro. Ich mag das jetzt immer noch, auch wenn die ganzen Intro-Leute das bestimmt richtig schlecht finden. Aber ich mochte das richtig gern. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Quiz-Game. Alter, meine Stimme. Und auf jeden Fall habe ich kleine Themen anzusprechen zu meinem Kanal. Aber ich kann jetzt schon voraussagen, dafür, dass es mein allererstes Video ist, ich finde, das geht mega fit, wenn man, ich weiß nicht, als Mädchen ändert sich die Stimme jetzt eh nicht so großartig. Keine Ahnung, also bei Jungs ist das, glaube ich, noch mal interessanter zu sehen. Aber ich weiß nicht, ich kann ja mal in die Kommentare schreiben, hat sich mein Commentary großartig geändert? Ich wäre jetzt nicht so großartig. Ich weiß, es ist schwierig zu sagen. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt vor, aktiv Videos zu bringen. Wenn das so mit der Schule und so klappt, aber sollte eigentlich klappen. Das war eh nur so ein Nebensatz. Ich hatte eh nicht mit der Schule viel am Hut zu dem Zeitpunkt. Bloß man muss das Video ja irgendwie füllen und dann wusste ich auch nicht, was ich sagen sollte, weil leider probiert mal einfach so eine Runde Minecraft zu spielen und wenn ihr kein YouTube macht, labert einfach mal so drauf los und als wäre es so ein normales Video, dann werdet ihr wissen, wie schwer das ist. Stundenplan habe. Und auf jeden Fall, sorry, dass erst jetzt Videos kommen. Das übrigens war ich zu dem Zeitpunkt 14. Okay, easy abgestaubt. Es lag daran, weil ich erstens halt kein vernünftiges Mikro hatte und weil mich irgendwie der Mädchenbus ein bisschen abgefuckt hat und ich irgendwie deshalb verunsichert war, ob ich jetzt anfangen soll. Aber ich versuche es jetzt einfach mal und ja. Ich weiß nicht, soll ich dazu mal ein extra Video machen? Warum ich nie mit YouTube anfangen wollte, weil das bezieht sich auf jeden Fall mega auf den Mädchenbonus, weshalb ich nie anfangen wollte. Ich habe ja auch wegen dem Mädchenbonus einen Dislike-Bot reingehauen bekommen. Das gibt es ja, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr unbedingt. Aber früher in der Minecraft-Szene war es echt, da war der Dislike-Bot so weit verbreitet, das fand ich echt mega schade immer. Ja, vor allem, das war ja mein allererstes Video, wisst ihr, wie traurig ich da war? Das fand ich echt so traurig. Ich habe mich, ich war ja mit Rotschlag und DNTS. Leute, falls ihr Rotschlag noch kennt, schreibt mal alle Hashtag Rotschlag in den Chat. Das würde mich mal interessieren, wer den noch kennt. Also wer den noch kennt, der ist echt ein alter Hase. Was soll ich jetzt sagen? Ach so, stimmt, die wollten unbedingt mein erstes Video sehen. Und ich dachte so, nein, mir war es so unangenehm. Da habe ich das schnell auf öffentlich gemacht und denen den Link geschickt. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell den TS verlassen, weil ich eh losgehen musste. Und da war ich unterwegs, da hatte ich schlechtes Internet. Und ich wollte dauernd die Resonanz sehen und ich war mega happy. Dann war ich danach TS und Patrick so, ja, also Rotschlag, Sarah, dein Video wurde gedislike-bottet. Und dann war ich so, ja, nee, du kannst mich nicht verarschen, weil ja, ich war der festen Überzeugung, dass sie mich verarschen, weil ich weiß nicht. Und ich habe irgendwie auch gehofft, dass das nicht der Fall ist. Und ja, ich weiß nicht. Zu dem Thema, warum ich mit YouTube angefangen habe, warum ich erst recht nicht mit YouTube anfangen wollte und bla bla, ein Video machen soll und wie ich das geheim gehalten habe, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant für einige von euch. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht sehen wollt, was ich von den
ganzen Mädchenbonus halte. Dazu habe ich auch ein Video hochgeladen. Soll ich mal auch auf das Mädchenbonus-Video reagieren? Ich habe auch mal eins zu notgeilen Jungs hochgeladen. Das Video wird irgendwie gesperrt. Habe ich letztens gesehen. Also es wurde letztens erst gesperrt. Keine Ahnung. Extra irgendwie ein Video. Das wäre, glaube ich, auch ganz lustig. Ansprechen und mehr auch nicht. Und ja. Und außerdem auch noch danke. Man merkt einfach, ich habe gar keinen Plan, was ich da labern soll. Und an Zero, dass sie mir ein Intro gemacht haben. Ach stimmt, das war Zero und Max. Und auf jeden Fall sind die beiden in der Beschreibung verlinkt. Und entweder lege ich oder er. Ich glaube, er hat geleckt. Komm, ich glaube, jetzt sage ich nichts mehr Spannendes, oder? Ich hoffe, wir gewinnen die Runde jetzt, weil ich irgendwie schon keine Ahnung, wie viele Aufnahmeversuche hinter mir habe. Okay, ich glaube, ich... Ja, früher hat man immer so lange QSG gespielt. Ich weiß nicht, oh, generell irgendwelche Games gespielt, bis man eine Runde gewonnen hat. Man hat keine Videos hochgeladen, wenn man die verloren hat. Nein, man hat nur Videos hochgeladen, die man auch gewonnen hat, also Runden hochgeladen. Das war früher so. Und das hat immer Ewigkeiten gedauert, wenn man Pech hatte. Und dann, wenn man nicht aufgenommen hat, dann ging das so First Try. Und wenn man dann versucht hat aufzunehmen, saß man da schon manchmal 1-2 Stunden dran. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das Recht, wenn man ein Thema ansprechen möchte und dauernd mit dem Thema neu anfangen darf. Also, ja. So. Okay, es leben noch 3 Spieler. Lol, wieso? Hä, warum leckt es so? No. Ich will nicht Bo-Spam eigentlich, aber... Okay, gibt's das immer noch mit den Kisten 2? Das war so, sieht, wie viele Kisten man geöffnet hat. Ich glaube, das war darauf bezogen, oder? Okay, ich bin da mal weg. Oh, ich habe immer okay. Ich kann es gerne sagen, okay. Da hat man immer. Habt ihr das auch früher mal geschrieben? Ja, jetzt, ich frage so viele Fragen. Habt ihr früher immer okay geschrieben? Ja, das hat sich so behindert. Und warum habe ich das gemacht? Hilfe. Er hat ein Eisenschwert, okay. Ernsthaft. Komm, bitte, lass mich nicht verlieren. Oh mein Gott. Sorry, ich so gut, ruhig gut, war. Gut. Halt, Leute, guck mal. War der auch so gut mit 14 in Minecraft? Also, easy. Okay, wo ist der Letzte? Da ja auch mega Glück, glaube ich, mit der Runde. Dass der andere nicht abgestaubt hat. Jeder andere, der Ahnung von Minecraft hätte, und das war wahrscheinlich irgendein Random, der hat mich abgestaubt, aber der anscheinend hatte gar keinen Bock. Nein. Ach, da. Oh, wie süß. Vor allem, wenn man da unten sieht, wer da online kommt, dann kriegt man so Flashbacks und das ist so traurig. Oh mein Gott. Okay. Das sollten wir eigentlich auch bekommen. So. Cool. Für die Leute, die es interessiert, ich habe mir jetzt das T-Bone SC440 gekauft und ich bin bis jetzt eigentlich noch mega zufrieden damit. Heutzutage nicht mehr. Oh mein Gott, der ist so süß gewesen. Auf jeden Fall war es das mit der Runde. Ich glaube, Samstag kommt dann das neue Video und ja, bis dann. Da, oh Gott. Ich war so motiviert. Am liebsten hätte ich so jeden Tag ein Video hochgeladen, aber man durfte ja auch nicht übertreiben. Und dann, ha, ne? Man kennt es. Nee, ich glaube, jeder, der mit YouTube anfängt, ist so hyper motiviert und wäre am liebsten echt so jeden Tag ein Video hochladen. Gott, ich habe sogar My Day on Hive hochgeladen. Da, bei dem Video, fand ich einfach mega cringe den Anfang. Das weiß ich noch. Das da mich auch richtig für gemämt. Quatsch mit Soße. Quatsch ohne Soße. Wie ich da rede, Mann. Ich mag aber Soße. Ich nicht. Ich nicht. Weißt du, was du probieren musst, Alter? Sei ruhig. Nudelpizza. Ich wollte da meine Ansage machen, mir hat die ganze Zeit gelabert. Beste. Darum, erstmal einen Schluck. Richtig nett auf jeden Fall von mir. Ich habe echt gehasst, die Ansage zu machen. Und, stimmt, ich glaube, wir waren bei der Aufnahme so lange dabei. Eigentlich wollten wir, glaube ich, Hive aufnehmen, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dann hatten wir eine Aufnahme und irgendwie war die Aufnahme kaputt. Und wir haben so lange dran gesessen. Ich hätte heulen können. Dann mussten wir es neu aufnehmen. Und da ging's First Try, dann denkt man sich auch so, Alter. Und da haben wir aber auch auf Gommel gespielt, weil wir gar keinen Bock hatten, nochmal Hive zu spielen. Das Intro ist auch wieder geil. Hey Leute, willkommen zu einer Runde. Ja, unmotivierter kann man auch nicht klingen. Hi. Oh mein Gott. Und mit, mit Basti habe ich halt auch gar keinen Kontakt mehr. Basti hat immer, wenn man mit ihm TS war, ist er immer auf Toilette gegangen, damit man schön seine Klospülung hat. Da war er immer richtig stolz drauf. Von. Ich glaube, ich bin gerade durch dich gelaufen. Lauf mal hinter dir lang. Alles klar. Wo bist du denn?
Ja, Leute, ich glaube, ich belasse das mal erstmal bei den Videos. Für die Leute, die es noch nicht wissen, Mary hat zum Beispiel auch früher hier Minecraft gespielt. Vielleicht kann ich mir das Video auch mal angucken. Vielleicht, ich glaube, das wäre auch ganz lustig, mit den Leuten, mit denen ich früher aufgenommen habe, heutzutage auf Videos zu reagieren, oder? T-Tox, Time, Blau, Schlag Daniel, Dezent genervt, Beat Scream, Janni, Dena, Alter, Dena, ich wusste gar nicht, dass das da war, oh mein Gott, Alter, ich muss mit Dena auf das Video reagieren, unbedingt. Okay, Leute, wenn ihr mehr solche Reaktionsvideos sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auf mein 5000 Abonnenten-Special damals war ich auch mega stolz. Falls ihr das Video bis jetzt noch gesehen habt, dann schreibt alle noch was in die Kommentare, und zwar Hashtag Pizza. Und alle, die das schreiben, werden angeherzt. Versprochen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. You lost it, baby, be honest. I can see you faded. I don't like to fake it.